und herzlich willkommen zu Fallout 3. Wir sind in Vault 87. Seit zwei Folgen kämpfen wir uns hier durch und sind auf der Suche nach dem GEEK, mit dem dieser Vault ausgestattet wurde. Ja, und jetzt stehen wir vor der Tür zu den Test Labs und ich bin sehr gespannt, ob wir da nun endlich fündig werden und ob wir rausfinden, was es mit den ganzen, mit den vielen, vielen geheimnisvollen Toden hier in Vault 87 auf sich hat, die alle auf dieser Todesliste standen, die wir in der letzten Folge uns angesehen haben. Ja, ich bin gespannt und wir schauen mal, was wir in den Testlabs finden werden. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nochmal ein größerer Bereich, ein Flur mit mehreren Räumen. Das beruhigt mich schon mal, denn ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt nur ein großer Raum ist und und wir damit ganz schnell fertig sind. Und ich das eigentlich noch in die letzte Folge hätte mit reinnehmen können. Huch, wo ist der Zentaur? Ich höre mein Herz klopfen. Das ist nicht gut. Aufbereitetes Wasser, ja, ist doch schon mal eine gute Idee. 148, da könnten wir uns noch ein Stimpack gönnen. Machen wir mal eben so. War's das? Ja, alles weg. Feiner Hund. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon überlegt, ob ich hier noch den Raum betreten sollte in der letzten Folge, die ich aber schon überzogen hatte. Und ich hatte vermutet, dass es hier nochmal einen größeren Bereich zu erkunden gibt. Und deshalb das eben auf diese Folge verschoben, in der Hoffnung, dass es nochmal eine Folge füllt hier. Und im Moment sieht's gut aus. Verschlossen leicht, den könnten wir gleich mal versuchen zu knacken mit unseren, ich weiß gar nicht, 19... Ah, schwer, verdammt. 19 H-Klammern, die wir im Moment haben. Ja, schwer ist wieder... Ha, ist wieder so die Sache. Oh, hier ist was drin. Pfeile, die nehmen wir mal mit. Die Tasse bleibt da. Ha. Die Sache mit den H-Klammern, das nervt mich ja ziemlich. Wir machen erstmal hier den einfachen Safe. Versuchen wir den erstmal zu knacken. Zum Aufwärmen. Ah, obwohl, ich könnte mit 85%, das könnte ich eigentlich... Riskiere ich das? Ich meine, es sind 85%. 85% sind viel. Okay, das hat glücklicherweise funktioniert. Das hätte mich jetzt echt geärgert, wenn der Safe hier nicht mehr zu öffnen gewesen wäre. So, Energiezellen, Kronkorken, eine Laserpistole lasse ich mal liegen. Und das Vorkriegsgeld nehme ich noch mit. Der Scotch bleibt auch hier drin. Waffen und Alkohol, das verträgt sich ja perfekt. So, der amerikanische Lebensstil quasi. Ja, verschlossen schwer. Was mache ich da? Ich will eigentlich die H-Klammern nicht riskieren, ehrlich gesagt. Ich versuche es mal per Hand auf jeden Fall. Also nicht mit den 35%, die ich hier nur habe. Ich bin mal ganz vorsichtig. Ahahaha. Ich will die nicht abbrechen. Ah, nein. Die ist schon so gut wie gebrochen. Schon so gut wie gebrochen. Ich sehe es schon. Die ist hinüber. Ja. Da ist es auch schon passiert. Aber wir sind schon mal so grob in der richtigen Ecke. Ganz behutsam. Oh nein, das war zu weit schon. Ah, ich muss echt vorsichtig sein. Ah, da war das Klicken. Ja, 16 Raketen hat es mir gebracht und 65 EP. Das ist eigentlich schon fast das Wichtigere daran. Cool, haben wir das auch. So, wo ist eigentlich mein... Wo ist denn... Ah, hier ist Jerry, alles klar. So, dann schauen wir weiter. Der Raum sieht wichtig aus, nicht zuletzt wegen des Terminals hier. Testkammer 1. Ach so, ich kann... Ah, ja. Okay. Ich dachte zuerst, der würde sich nur über das Terminal öffnen lassen. Dann lesen wir mal, was hier passiert ist. Oder kann man die hier bedienen irgendwie? FEV Testkammer 1. Zutritt nur mit Befugnis. Okay, Kammer-Statusüberprüfung, Fehler, Kammer offline, na super. Und FEV-Reserven? Tanks sind erschöpft. Was ist denn FEV? Ist das diese... Failed FEV-Subject? Alter, was ist hier passiert? Oh, krass! Das war doch definitiv ein Mensch. Und jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, es sieht aus wie ein Alien. Nee, es sieht aus wie eine Mischung aus Mensch und Supermutant. Die haben hier die Leute mit Strahlung beschossen. Ist das die Kammer? Oh, verdammt, ich muss mal... Apropos Strahlung, ich sollte mal einen Schritt zurückgehen. Ist das diese Kammer? Aber die hieß anders. Die hieß nicht FEV, die hieß irgendwie...
entweder EPP oder EEP, irgendwie sowas. Also ich hatte ja schon vermutet, dass die hier mit Strahlung experimentiert haben und das da scheint mir ein ziemlich eindeutiger Beweis zu sein, dass die Leute da hingelegt und mit Strahlung beschossen haben. Wobei mir gerade ehrlich gesagt nicht klar ist, wofür die Abkürzung FEV steht, aber das wird wahrscheinlich irgendwas sein, was völlig klar ist und nur ich weiß das mal wieder nicht. So, ich nehme mal gerade hier, was habe ich denn da? Red Away? Wie hoch ist denn meine Belastung überhaupt? Sehe ich das? Hier sehe ich das doch irgendwo. Ach da, jetzt 54, ja, das geht ja. Dann nehme ich mal, was ist das, ein Red X, ne? Das mich hier vor neuer Strahlung noch ein bisschen schützt. So, dann gehen wir da nochmal kurz rein. Ja, das ist ja krass. Ich kann das durchsuchen, da ist aber nichts drin. Also das ist ein misslungenes Subjekt oder Projekt oder ein misslungener Versuch. Guck mal, wie krass das ist. Alter! Boah, was haben die den Leuten angetan? Schau dir das an. Der Wahnsinn. Krasse Scheiße. Ja, ich glaube, hier drin finde ich jetzt auch nichts Interessantes mehr. Oh, ist das furchtbar. Wie kann man sowas machen? Ja, im Dienste der Wissenschaft und so weiter, ne? Damit lässt sich ja so einiges rechtfertigen, offenbar. Was eigentlich nicht so sein sollte. Oh Mann. Okay, gehen wir weiter. Ach so, hier liegen die Gegner. Und wieder ein chinesisches Sturmgewehr. Yeah. So, hier geht's weiter. Und hier sind noch weitere Testkammern, wie es aussieht. Die hier ist leer, augenscheinlich zumindest. Ich hoffe, dass ich nicht gleich noch einem gelungenen Experiment über den Weg laufe. Könnte das hier, das ist aber nicht der Ursprung von den Supermutanten. Ah, da kommt einer. Apropos. Speaking of Supermutanten. Klar, mal wieder nicht die Waffe nachgeladen. Wie könnte es anders sein? Ach Gott, das ist ja nochmal noch eine Biegung hier. Ah ja, hier, schön. Ich mag die Deko. Möglich wär's. Okay, der Bereich hier ist auf jeden Fall nochmal größer, als ich gedacht hätte auch, was ganz cool ist. So, wir waren aber erstmal bei Testkammer 2 hier drüben. Ja, ich denke mal, die Informationen hier werden auch nicht viel größer sein. Statusüberprüfung, Kammer ist offline. Und die Tanks sind erschöpft, das wissen wir. So, ist hier irgendwas drin? Von Interesse? Mist, mein Licht war schon an, wie immer. Ich denke mal, es ist so dunkel, ich will noch mehr Licht haben. Dabei habe ich schon immer das maximale Licht an. Ja, krass, Mann. Krass, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das geht so gar nicht, was die hier machen. Vault-Hack, ey. So, auch hier Fehler und Tanks erschöpft. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass da irgendwas anderes wäre. Ja, wissen wir denn? Wir wissen ja noch nicht offiziell, oder nee, wir wissen noch nicht, gar nicht eigentlich, wo die Supermutanten herkommen. Das ist ja genau das, was sich die Bruderschaft auch fragt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie hier aus Vault 87 kommen. Ich hatte in Fallout 4 ja schon mal irgendwas dazu gehört. Wir sind ja auch da neulich der Bruderschaft begegnet. Haben mit ältestem Maxon zum Beispiel gesprochen, der hier noch ein kleiner Junge ist, dem wir in der Zitadelle begegnet sind. Der hier noch knappe Maxon heißt. Da liegt noch so ein Experiment. Und der dann zu dem Zeitpunkt der Älteste ist. Und der hat schon was angedeutet. Oder, also entweder er oder Paladin Dance. Mit einem von beiden hatte ich gesprochen und der hat dann irgendwas schon darüber gesagt. Oh, stand so ein Code bei den anderen? Weiß ich gar nicht. Aber ich wüsste auch nicht, was das jetzt Wichtiges wäre. Der hatte irgendwas darüber gesagt, wo die Supermutanten herkommen, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe es allerdings ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was auch gut ist, weil ich das Gefühl habe, dass man das eventuell hier rausfinden könnte. Da ist wieder eins, ein misslungenes Experiment mit der gleichen Verunstaltung. Gott, mit dem gleichen Strahlenschaden. Unglaublich. Also sind das diese Kammern, von denen die Rede war, wo die Leute drin gestorben sind? Wahrscheinlich, ne? Auf nicht geklärte Ursachen, ne? Also nicht erklärbare Tode. Nee, ist klar. Dann war das auch nicht nur eine Kammer, sondern dann sind das hier mehrere gewesen, wie es aussieht. Hi. Da ist ein Terminal in der Ecke. Das könnte für uns wichtig sein. Huch. Na toll.
Ja, großartig. Ich will da rein. Da liegt einer. Das Ding sieht auch so aus, als würde es noch laufen irgendwie, aber... Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Die Tür ist zu. Das da sieht wichtig aus. Ich gucke nur mal kurz hier noch um die Ecke. Wie weit das hier noch... Sie! Sie da drüben! Bitte reden Sie mit mir! Ich bin in dem Raum links von Ihnen. Verwenden Sie die Sprechanlage neben dem Fenster. Alter, da ist einer drin. Tatsache, da steht einer. Okay, ich gehe erst doch noch in den Raum. Ha, geil. Ich gucke nur mal schnell um die Ecke. Oh, da ist was Interessantes. Dann gehe ich wieder zurück und lasse das erstmal. Krass, ich habe tatsächlich mein erster Blick hier um die Ecke fiel auf die Sprechanlage und auf den Raum, der noch in relativ gutem Zustand zu sein schien. Und da dachte ich mir schon, oh oh, was haben wir da? Ja, dann gucken wir erstmal hier drüben in den Raum vielleicht nochmal, in dem wir auch eigentlich zuerst hätten landen sollen. Und ignorieren den Kerl einfach mal, der hier gerade um Hilfe gebeten hat. Und währenddessen frage ich mich allerdings tatsächlich im Hinterkopf schon, wer zum Fuck kann das sein? Zum Teufel. Wer zum Teufel könnte das sein? Was macht der Kerl hier und warum lebt er noch? Und in ja mehr oder weniger gutem Zustand wahrscheinlich. Klang jetzt auch menschlich. Oh, ich habe aber noch was Rotes. Ich habe was Rotes auf dem Radar. In der Richtung. Ich hoffe, das ist nicht er, der jetzt sauer ist, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe. Aber das werden wir gleich rausfinden. So, das nehme ich mit und dann gucke ich noch schnell in das Terminal. Vielleicht verrät uns das ja schon irgendetwas. So, Terminal des ärztlichen Leiters. Von Vault 87, Dr. Wayne Merrick. Okay, Eintrag 87 und irgendwelche Nummern dahinter. Die aktuellen Versuchspersonen des Evolutionsexperimentprogramms, EEP, das war's, genau, EEP-Kammern, also das steht für Evolutionsexperimentprogramm, alles klar, geben nach nur einer Dosis des modifizierten FEV Anlass zu Optimismus. Wir testen gerade 5 Versuchspersonen, 2 männliche und 3 weibliche. Alle werden wie gewohnt rund um die Uhr beobachtet. Wir hoffen, mit diesem Strang einen Durchbruch zu schaffen, denn der andauernde Druck seitens Voltec und des Militärs in Mariposa wird zusehends störender. Okay. Unglaubliche Resultate! Nach nur 3 Tagen liegen die Subjekte B440, B164 und D624, alle weiblichen Exemplare, einzigartige Veränderungen an den Tag. Ihre Körper weisen einen grundlegenden Wandel auf, wobei fast alle äußeren weiblichen Geschlechtsmerkmale zurückgebildet werden und die Subjekte in einen fast asexuellen Zustand übergehen. Außerdem ist eine merkliche Zunahme der Oberkörpermuskulatur und eine Muskelbildung nach männlichem Muster zu beobachten. Umgekehrt verlieren die Subjekte C376 und A541 die männlichen Exemplare, die meisten ihrer äußeren männlichen Geschlechtsmerkmale und nehmen eine ähnliche Asexualität wie die weiblichen Subjekte an. Es scheint, als wolle das FEV die bisherige Evolution auslöschen und praktisch von neuem beginnen. Okay. Das ist creepy. Wir hatten einen kleinen Rückschlag zu verzeichnen. Subjekt B440, Mary Kilpatrick, ist verschieden. Die von mir durchgeführte Autopsie ergab einen massiven Verlust der Gehirnfunktionen, der auch die grundlegendsten körperlichsten Funktionen nicht mehr gewährleisten konnte, was den Tod herbeiführte. Das ist das übliche Muster bei allen getesteten FEV-Strängen. Das Gehirn der Versuchspersonen nimmt dermaßen großen Schaden, dass es auch die elementarsten menschlichen Bedürfnisse, Essen, Schlafen und so weiter, nicht mehr steuern kann. Die übrigen Subjekte sind bisher stabil und weisen weiterhin körperliche Veränderungen auf. Alter. Ich wette, die Leute wurden nicht gefragt, ob sie das mitmachen wollen. Nach 10 Testtagen stellen wir fest, dass die sich in Haut aller verbleibenden Versuchspersonen zu verdicken... Moment, das... Die sich die Haut... Okay, dass sich die Haut aller verbleibenden Versuchspersonen zu verdicken und zu verhärten beginnt. Das klingt doch nach Supermutanten eigentlich.
FEV scheint also neue anpassungsbedingte Veränderungen einzuleiten. Das ist genau die Art von Ergebnissen, die wir brauchen. Anpassungen, die sich in Kampfsituationen als vorteilhaft erweisen. Es klingt doch nach Supermutanten. Ich darf nicht vergessen, Dr. Philo zu seiner Arbeit an den Hautgenen zu gratulieren. Seine Codeanweisungen in diesem Strang scheinen genau so zu funktionieren, wie er sich erwartet hatte. Es klingt doch für mich, als hätten die hier Supermutanten erschaffen. Ich weiß nicht mehr, ich überlege gerade echt, was Maxen oder Dance irgendwas, die hatten was erwähnt, wo irgendwas mit Supermutanten gemacht wurde, also wo die hergekommen sind. Ich weiß nicht, hier war ja gerade eben das Militär in Mariposa erwähnt worden, vielleicht war auch das gemeint, dass die das da nochmal irgendwie perfektioniert haben, die grundlegende Forschung von Vault 87 hier. Keine Ahnung. Boah, aber das ist echt krass hier. Okay, letzter Eintrag. Wieder einmal stehe ich vor einer verdammten Wand. Nach 14 Testtagen begannen alle vier Subjekte schwerwiegende Wut- und Panikausbrüche zu erleiden. Diese waren so intensiv, dass die Versuchspersonen zu einer Gefahr für mein Team und diese Anlage wurden. Ich hatte keine andere Wahl, als ihren Tod anzuordnen. Es schmerzt mich sehr, das tun zu müssen. Bei jedem getesteten Strang sehen wir denselben Zyklus. Die körperlichen Veränderungen sind herausragend, doch die mentalen führen letztendlich immer wieder zum Fehlschlag. Tja. Wie gesagt, es klingt für mich so, als hätte man hier tatsächlich den Grundstein zur Erschaffung der Supermutanten gelegt. So, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, auf wen wir da drüben treffen, wer jetzt da in dem Raum ist und mit wem wir da jetzt sprechen können. Hier war aber noch ein Feind. Irgendwo ist hier ein Feind. Ist er das? Das ist er. Er ist als Feind eingezeichnet. Alter! Das ist ein Supermutant. Ich dachte, das wäre ein Mensch. Dann war er... Ist er eins der Subjekte hier? Der hat auch einen Vault-Anzug an, oder? Krass. Vielleicht ist das... Ist das der erste oder so gewesen? Oh, Wahnsinn. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier ans Licht kommt. Das kann nicht sein! Ein echter Mensch... Das kann nicht sein! Was sehe ich da? Einen richtigen, reinen Menschen! Ja, ich bin ein Mensch, aber was bist du? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht umlegen sollte. Ein freundlicher Supermutant. Jetzt kann mich nichts mehr überraschen. Du spinnst mir zu viel rum, ich verzieh mich. So ist es, aber ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ja, also ich gehe mal schwer davon aus, dass er eines der Testsubjekte ist, deren Tod eventuell auch angeordnet wurde. Er hat ja nur gesagt, der Tod wurde angeordnet. Er hat nicht gesagt, es ist schon vollbracht worden. Wahrscheinlich hat der hier aus irgendeinem Grund überlebt. Und ja, krass. So, was bist du? Ja, ich gehe davon aus, er war ein Mensch und ist jetzt ein Supermutant aufgrund der Versuche, die hier gemacht wurden. Ist das vielleicht sogar... Das könnte sogar der sein, dessen Terminal wir da gefunden haben. Naja, aber das wäre ja großer Zufall. Was ich für ein Wesen bin? Seit wann interessieren sich denn Menschen dafür? Es tut mir leid. Ich bin freundliche Leute nicht gewöhnt. Normalerweise werde ich von den anderen angegrunzt und raumgeschubst. Mein Name ist Fox. Mein ganzes Leben schon verbringe ich in diesem Käfig. Dein ganzes Leben? Oder dein ganzes Leben als Supermutant? Also Fox, ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich nur auf diese Sprechanlage gucken kann. Ich würde gerne ihn ansehen, wenn er mit mir spricht. Aber die Kamera ist gerade auf die Sprechanlage zentriert hier. Deswegen kann ich da nichts anderes machen, als dem zu lauschen und dabei die Sprechanlage anzustarren. So, Intelligenz. Schon komisch, dass die anderen dich als Mutanten ihrer Spezies betrachten. Ja, verblüffend, wie gut du sprechen kannst. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Tut mir leid, ich habe Wichtigeres zu tun. So ist es, aber ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ja, ich würde eigentlich tatsächlich hier verblüffend, wie gut du sprechen kannst. Wie gesagt, ich nehme an, er war mal ein Mensch.
ein ziemlich ungewöhnlicher Name, der würde mich tatsächlich interessieren. Wobei das wahrscheinlich einfach sein Name als Mensch auch gewesen ist, eventuell sein Nachname oder so. Ja, da ich jetzt hier eine spezielle Textoption aufgrund der Intelligenz habe, würde ich die dann auch benutzen. Das macht eigentlich in den meisten Situationen auch am meisten Sinn. Wenn man die schon zur Verfügung hat, kann man sie auch benutzen. Ja, wirklich eine Ironie des Schicksals. Ich bitte, mein Erstaunen zu verzeihen. Ich hatte nicht erwartet, jemanden mit einer derart reifen Einstellung diesen Dingen gegenüber anzutreffen. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein gebildeter Mensch hier auftaucht und das GEEK sucht. Der hat aber tatsächlich richtig Ahnung, ne? Was weißt du über das GEEK? Das GEEK, noch nie was davon gehört. Als ob. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich habe hierfür keine Zeit. Okay, wenn er aber von dem GEEK weiß, dann wird er wahrscheinlich aber kein normaler Bewohner hier gewesen sein. Also ich glaube, die haben ja die Experimente an den normalen Bewohnern durchgeführt. Und von dem GEEK wussten aber ja wahrscheinlich eher nur auch die Labormenschen hier, die die Aufsicht hatten und die das Equipment im Blick hatten. Also könnte er auch einer davon gewesen sein. Vielleicht war er sogar der, dessen Terminal wir da haben. Ja, was weißt du? Ja, frage ich einfach mal direkt, gerade heraus. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo es ist. Und was am allerwichtigsten ist, ich weiß, wie man es bekommt. Was heißt, wie man es bekommt? Warum solltest du mir helfen? Gut, ich will alles darüber hören. Wie wär's, du redest Klartext und ich bemale die Wand nicht mit deinem Hirn. Das klingt nach mir, ehrlich gesagt. Also eigentlich würde ich wahrscheinlich eher das sagen, aber ich muss ja daran denken, dass wir immer noch Ramsay sind, also von daher... Was ist nur mit euch Menschen los? Das ist der Grund, warum die Bomben überhaupt erst fielen. Begreift ihr das denn nicht? Warum sollte ich mich zwingen lassen, Klartext zu reden? Ohne mich! Kein GEEK! Was soll das also? Sie lassen mich heraus! Und ich besorge Ihnen das GEEK. Warum kann nur er das besorgen? Und er ist tatsächlich sehr, sehr gebildet. Also er hat auch Ahnung von den Bomben und von der Geschichte quasi. Aber ich frage mich gerade, in welcher Form das GEEK gesichert ist, sodass nur er drankommen kann. Aber ich schätze, das werden wir noch rausfinden. So, wieso sollte ich Schwierigkeiten haben an das GEEK? Ja genau, das ist genau die Frage quasi. Ich habe keine Angst, ich mähe alles nieder, was mir in die Quere kommt, das stimmt auch. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen, ich habe hierfür keine Zeit. Aber jetzt würde mich tatsächlich interessieren, warum ich seine Hilfe denn unbedingt brauche. Die Kammer, in der das GEEK aufbewahrt wird, ist dermaßen verstrahlt, dass ein menschliches Wesen keine Minute darin überleben würde. Ich hingegen habe von meinen Mitmetamenschen... überraschenderweise eine ziemlich nützliche Eigenschaft geerbt. Ich bin höchst strahlenresistent. Wenn Sie mich hier rauslassen, serviere ich Ihnen das GEEK auf dem Silbertablett. Okay, das ist natürlich ein Argument. Jetzt frage ich mich, ob das Ding selber... Ich weiß gar nicht, was ein GEEK ist. Also ist das... Was hat das überhaupt für eine Größe? Was ist das für eine Art von Gerät? Und ist das Ding selber dann nicht auch total verstrahlt, wenn die Kammer derart verstrahlt ist? Kann ich das überhaupt anfassen, ohne mir die Flossen zu verbrennen? Naja, werden wir sehen. Und ja, warum ich ihm vertrauen sollte, ist natürlich jetzt die Frage. Er könnte mich genauso gut auch einfach töten, wenn ich ihn rauslasse. Also er könnte es versuchen, wenn ich ihn rauslasse. Ich bin davon überzeugt, dass ich ihn töten würde in dem Fall, wenn er mich angreift. Deswegen, also das Selbstbewusstsein hätte ich, die Kammer zu öffnen. Auch auf die Gefahr hin, dass er sich als Feind herausstellt. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Naja, okay, wie bekomme ich dich hier raus? Wie kann ich wissen, dass du nicht abhaust, sobald wir draußen sind? Genau, das ist im Prinzip die Frage. Aber ich glaube, Ramsay ist halt selbstbewusst genug, um zu sagen, soll er versuchen. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Nee, nee, ist okay. Wie bekommen wir dich denn da raus? Am Ende des rechts gelegenen Korridors befindet sich ein Wartungsraum.
Im Inneren finden Sie die Brandschutzkonsole für den medizinischen Bereich. Lösen Sie dort den Alarm aus, damit ich entkommen kann. Aber Vorsicht! Durch das Auslösen der Konsole wird ein Notprogramm aktiviert, das alle Genesungsräume im medizinischen Bereich öffnet. Also, wie sieht es aus? Tun Sie's? Das heißt, was genau? Das öffnet alle Räume, in denen sich noch andere befinden? Schön fand ich auch, wie er eben übrigens den Begriff Mitmetamenschen benutzt hat. Das fand ich auch ganz cool. Ja, natürlich werde ich mich auf jeden Fall mal umsehen danach. Wir sind im Geschäft, tut mir leid. Nee, ist okay, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Also es scheint noch weitere solcher Räume zu geben, in denen dann wahrscheinlich auch weitere Supermutanten drinstecken. Und in dem Moment, wo ich das Programm auslöse, kommen die halt alle raus und es gibt wieder Stress. Aber davor schrecken wir ja nicht zurück. Ich frage mich eigentlich eher gerade, also wenn du einen Feueralarm auslöst, ist es nicht in der Regel eigentlich eher so, dass Brandschutztüren oder ähnliches geschlossen werden dann? Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ist es nicht eher so, dass Türen geschlossen werden? Ich meine, klar, man muss die Leute ja irgendwie rauslassen können. Also dass man bestimmte Türen offen hält oder zumindest so, dass Leute noch rauskommen können. Aber wahrscheinlich geht es darum, dass erstmal die Flucht ermöglicht wird, dass alle Türen geöffnet werden und die Leute fliehen können. Aber ich meine im Prinzip eigentlich, dass man Brandschutztüren eher oder dass Türen eher geschlossen werden, damit das Feuer eingedämmt wird und eben kein Sauerstoff drankommt oder sonstiges. Aber okay, ich stelle das jetzt mal nicht in Frage. Wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Ja, Fawkes, wir sind im Geschäft. Schön zu sehen, dass ich es mit einem vernünftigen Menschen zu tun habe. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Also ich weiß ja nicht, wie lange du da schon drin steckst, aber auf die paar Minuten wird es jetzt nicht mehr ankommen. Ach, guck mal, aber das ist ein optionales Ziel. Also es scheint ja irgendwie doch einen Weg zu geben, alleine auch in diese Kammer zu kommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Verstrahlung da ist, aber eventuell könnte ich mit einem Schutzanzug und genug Radix und keine Ahnung und Redaway, dass ich mir einfach sekündlich reinhaue. Vielleicht könnte ich es auch alleine schaffen, ohne ihn da rauszuholen. Aber ich finde ihn natürlich als Charakter jetzt sehr interessant. Und naja, ich schau mal. Ich werde mal gucken, dass ich da irgendwie den Brandschutzcomputer da finde. Und dann können wir immer noch gucken, was wir machen. So, was macht das GEK? Sag mir nochmal, wie ich dich aus dem Raum kriege. Was mache ich danach? Ja, wahrscheinlich mir den Weg freischießen, nehme ich mal an. Und ja, was das GEK genau macht, würde ich eigentlich auch gerne wissen. Aber das ist so eine Sache, die man eigentlich, glaube ich, in der Situation jetzt nicht fragen würde. Sondern eher dann, wenn man ihn rausgeholt hat oder sogar, wenn man das Ding in der Hand hat. Ja, ich frage mal das hier, obwohl das eigentlich kaum eine Frage wert ist. Ich bleibe hier, bis der Weg frei ist. Bitte Vorsicht! Einige dieser fehlgeschlagenen Experimente sind wirklich gefährlich. Okay, also davon scheint es auch noch ein paar zu geben und ein paar, die noch leben, wie es aussieht. Also die da hinten waren ja definitiv tot, die wir bisher schon gesehen haben. Nicht, dass die gleich nochmal aufstehen und mir hinterherkommen. Ich frage jetzt doch mal kurz nach dem GEEK, einfach weil ich's kann. Wir können uns darüber später noch unterhalten. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, diese Tür zu öffnen. Okay. Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden. Na, schauen wir mal. Ich glaube, da kommt schon irgendwas wieder um die Ecke. So, er hat gesagt, der Korridor, der rechts ist. Also dieser hier. Da am Ende sollen wir irgendwas finden. Ach so, deshalb sind hier die roten Markierungen wegen der anderen Räume. Hier in den anderen Räumen sehr schwer. Genau, dann sind das die Kammern, die sich öffnen. Ah, können wir schon mal reingucken. Ja, die Genesungsräume. Okay, da sieht aber jetzt so aus, als wären die Insassen tot. Also da liegt jemand auf dem Boden und auf dem Bett liegt, glaube ich, auch jemand. Und da drüben auch. Das sind ja ziemlich viele Leute, die hier irgendwie drin steckten. Ah ja, hier haben wir einen Centau. Das sind also die fehlgeschlagenen Experimente, oder was? Kann ich das hier aktivieren? Isolationsraum 4, verschlossen schwer. Achso, ich kann das Terminal
Ja gut, ich kann wahrscheinlich das Terminal auch hacken und damit den Raum öffnen. Dann könnte ich die halt nach und nach rauslassen. Ich glaube, das wäre eigentlich eine coole Idee. Oh, kann ich das hier? Nee, hier kann ich nichts benutzen. Schade. Ja, anstatt also irgendwie alle Türen gleichzeitig zu öffnen, ich gehe jetzt einmal hier durch und gucke mich um, anstatt alle Türen gleichzeitig zu öffnen und alles gleichzeitig auf mich loszulassen, wäre es natürlich vielleicht cleverer, die Dinger einzeln zu hacken und dann die Teile auch einzeln... Da ist ja noch ein Mensch. Hey! Du bist ein normaler lebender Mensch. Was? Was ist denn jetzt los? Was? Was? Wie ist denn der jetzt? Der ist doch rausgeglitscht. Der ist doch... Das war doch jetzt ein Fehler. Ist der jetzt tatsächlich... War das der da? Ist der jetzt tot? Der ist doch jetzt hier durchgeglitscht. So sollte das doch eigentlich nicht passieren. Okay, nein, gibt keine Bugs hier. So, hier ist doch noch ein Mensch drin. Krass. Ja, den würde ich natürlich auch gerne rausholen und mit ihm reden. Das wäre vielleicht sogar der Erste. Vielleicht warnt er mich dann vor irgendwas, bestimmt. Ich höre. Er sagt dann, ah! Verdammt. Ha. Und ich habe gerade noch überlegt, vor einer Minute oder so, sicherheitshalber mal die Folge zu beenden und die Batterien zu wechseln. Aber die habe ich zum Glück schon hier liegen, gar kein Problem. So, haben wir gleich wieder Strom. Und dann können wir uns den Kerl hier noch vornehmen. Ah, da kommt noch einer. Nein, jetzt bloß nicht sterben jetzt. Bitte bloß nicht sterben jetzt, sonst muss ich den ganzen Kladderadatsch nochmal neu machen aus der Folge. Ja, das kommt davon, wenn man überzieht. Das ist hier die Strafe, folgt auf dem Fuße. Dafür, dass ich mal wieder überzogen habe. Und jetzt muss ich um meinen ganzen Fortschritt bangen. So. Aber jetzt haben wir sie erledigt und das heißt, wir haben erstmal Ruhe, um hier uns mit den Terminals und den einzelnen Kammern zu befassen. Das würde ich sagen, machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. So, wir werfen schon mal gerade einen Blick hier in den Raum. Das muss der Computer da vorne sein, wahrscheinlich, dieses Terminal dort. Aber wie gesagt, ich halte es für eine cleverere Variante, hier die Türen einzeln zu öffnen, wenn man es denn kann. Hier verschlossen schwer, müssen wir mal schauen. Ja, vor allem er hier interessiert mich natürlich. Ein lebendes Exemplar an Mensch. Da bin ich mal sehr gespannt, um wen es sich da handelt und was der uns erzählen wird. Ist da noch was? Nein, da ist doch nichts mehr, oder? Wo lauft ihr hin? Wo laufen sie, Jungs? Was machen die da? Guck mal, da zocken die sich hier wirklich so taktisch, strategisch hinter die Wand. Interessant. Naja, wie gesagt, wir werden uns in der nächsten Folge dann hier mit den einzelnen Kammern beschäftigen und die Subjekte hier einzeln rauslassen. Und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht. In der Richtung können wir uns auch noch umschauen. Ja, aber wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.